Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben den 5. Dezember. Wir packen wieder meinen Adventskalender aus, also meine beiden. Und wir fangen diesmal mit meinem Duft-Adventskalender an, die Nummer 5. Mal gucken, ob ich heute euch übersetzen kann, was da drauf steht. Und draußen ist es ultra am Schneien. Ich werde nachher mal eine Aufnahme machen. Ja, die Kamera mal draußen positionieren. Mal gucken. Ich denke, das heißt Dahlia. Riecht sehr, sehr gut. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, da die schwarze Schrift. Ich denke mal, das soll die Dahlia. Die Dahlia? Dahlia? Oder Dahlia? Wie wird das ausgesprochen, die Blume? Dahlia, ne? Das war Nummer 5 in meinem Adventskalender. Und bei der Kathi. Kathis Wollhäschen, die Nummer 5. Mal schauen, was da drin ist. Ach, die Sticker sind wieder ultra süß, ne? Aha. Ein bisschen Pflege. Also. Schmeiß weg, ne? Schmeiß weg. Also, wir haben hier Desinfektion für die Tasche. Sehr schön, kann man immer gebrauchen. Und ein Handbalsam von Jean & Lynn. Ohne Gedöns, verwöhnende Handpflege. Vegan für trockene bis sehr trockene Hände. Okay, Baumwolle und Shea Butter. Das war übrigens meine Firma, worauf ich mit meinem Kosmetikstudio noch umgestiegen bin. Ja, ich habe mich quasi da schon angemeldet und auch schon Sachen davon vertreten. Zu der Firma wollte ich halt wechseln. Ich finde die Firma richtig gut. Und die gibt es auch überall zu kaufen. Ja. Und ja, ich freue mich riesig. Dankeschön dafür. Und jetzt versuche ich euch von dem Schneesturm da draußen eine kleine Aufnahme einzufangen. Mal gucken. Vielleicht stelle ich euch vorne hin. Muss ich die Kamera nicht rausstellen? Das ist vielleicht eine gute Idee. Okay, bis später. Und wie ihr gerade gesehen habt, ein bisschen Schneechaos. Ja, hier sind die fertigen Pakete, die ich eigentlich heute wegbringe. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon wegkriege. Wir müssen mal gucken. Jo. Ich habe noch ein paar Pakete, die ich packen muss. Das sind nur so 5 Stück. Zeige ich euch gleich. Also 5 Stück. Das sind die 5 Zettel da hinten, die ich noch fertig machen muss. Also die sind noch gar nicht fertig, die wirklich jetzt mit euch. Und dann wollte ich eigentlich zur Post gehen. Wie gesagt, das ist sehr schön. Weil es da draußen und wird interessant. Jetzt mache ich mir erstmal meine Kerze an und dann lassen wir mal ein bisschen was duften.
jetzt haben wir es 11.25 Uhr. Ich habe es eben seit um 8 Bobbeln gewickelt und mache jetzt erstmal eine Pause. Das heißt aber nicht, dass wir Mittagspause machen. Wir gehen gleich am PC und machen die Bestellung versandfertig. Und dann gehen wir los und verschicken so viel wie möglich, wie ich wegkriege. Ich habe hier nochmal eine neue Wicklung für den Karl im nächsten Jahr, also für unseren nächsten Deckenkarl, unseren dritten Deckenkarl. Und zwar habe ich mir ja, danke liebe Steffi, eine Bobble gewünscht, also ein Deckenset, wo meine beiden Katzen komplett drin sind. Und das, darf ich vorstellen, ist Tommy. Danke liebe Alexandra für die Namensgebung. Ja, also Tommy besteht aus Timmy und Bommel. Es fängt mit Timmy an, geht in Bommel hinein und endet mit Timmy. Ja, es ist also eine komplette Fusion, nennt man das so. Und auch die Idee hat mich die liebe Stefanie hier gebracht. Liebe Grüße, gehen an dich raus. Und natürlich für den Namen liebe Grüße an Alexandra, Dankeschön. Für die super Idee, das Ganze Tommy zu nennen. Eine Verbindung aus Bommel und Timmy, ne? Ja, also der Tommy zieht jetzt im Shop ein. Ich habe schon Fotos gemacht und das wird die Wicklung sein, womit auch ich meine Decke jetzt beginne zu arbeiten. Sehen wir das alles auf unserem Fahrrad? Ich denke schon. Das sind zwei Fahrradtaschen, die voll sind. Dazwischen ist sind zwei normale Beutel und da steht noch so ein Stoffbeutel gepackt. Also, natürlich mit Anhängen, ne? Und ich schiebe natürlich das Fahrrad, keine Frage, ne? Wird interessant, aber ich denke, also machbar ist es. Die Frage ist, kriege ich es nach unten? Ihr werdet es gleich sehen, ich werde nochmal eine Aufnahme davon machen. So, Fahrrad ist gepackt. Sieht auch gut aus. Ja, Handschuhe habe ich auch dabei, das heißt, ich kann schieben. So sieht das Wetter aus. Ja, aber es ist warm. Okay, ich denke mal, ich werde nicht bei der Packstation filmen, da sind mir immer zu viele Leute. Und wir sehen uns später. Ja, damit würde ich den Daily Vlog für heute beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen zu einer neuen Folge hier einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben, bis morgen.